Kindheitserinnerungen sind etwas Besonderes. Dieses Gefühl von Geborgenheit, Liebe, Fürsorge. Für jedes Kind sind die Eltern sehr wichtig. Die Erinnerungen an Fahrradfahren mit Papa, Wandern durch den Wald, Fußballspielen. Mamas Fürsorge bei jedem Kratzer, aufgeschlagene Knie. Die Wunde heilt viel schneller, wenn Mama darauf pustet, einen umarmt und küsst. Die Eltern sind Vorbilder, Beschützer, Tröster. Wenn nur alles im Leben so einfach wäre. Im Erwachsenenalter gibt es andere Verletzungen und Wunden, die äußerlich nicht zu sehen sind, aber umso mehr Schmerzen. Leider hilft dann nicht ein bisschen drauf zu pusten oder ein aufmunternder Kuss. Diese Wunden heilen viel langsamer. Menschen können grausam sein. Vergessen die Nächstenliebe schnell, wenn es darum geht, sich selbst in ein besseres Licht zu stellen. Warum verletzen Menschen sich gegenseitig, bitten aber dann Gott um Vergebung? Ist es wirklich einfacher, Gott zu bitten, ihn um Vergebung anzuflehen, anstatt bei dem Menschen sich zu entschuldigen, dem man wehgetan hat? Ist das so, weil man Gott nicht direkt in die Augen sehen muss? Aber man kann Gott nichts vormachen. Um des eigenen Seelenfriedens willen, sollte jeder den Mut haben, um Verzeihung zu bitten. Es gilt, behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst.